Die Dauerwelle ist bei Männern immer noch angesagt und Locken sind nach wie vor voll im Trend. Und heute spreche ich über die wichtigsten Haarstyling- und Haarpflegeprodukte für deine Dauerwelle. Du denkst jetzt wahrscheinlich, will der Typ vor der Kamera mich verarschen mit seinem raspelkurzen Buzzcut, will er mir einen von Dauerwelle erzählen? Ja, genau dieser Typ hat von Natur aus richtig heftige Locken und von daher weiß ich ganz genau, wovon ich spreche. Und damit deine Welle auf deinem Schädel auch dauerhaft gut hält, spreche ich heute über die wichtigsten Haarstyling- und Haarpflegeprodukte für deine Dauerwelle. Die meisten Männer, die durch eine Dauerwelle machen, haben dann direkt folgende Frage: Welches Stylingprodukt brauche ich eigentlich für eine Dauerwelle? Und genau diese Frage habe ich mir auch vor Jahren gestellt, stand dann im Drogeriemarkt in der Männerabteilung und hab kein passendes Produkt gefunden. Denn du brauchst keinen Wachs, du brauchst kein Gel, du brauchst kein Haarspray, du brauchst kein Clay, sondern du brauchst ein Produkt. Und das da heißt Hair Defining Cream bzw. Curl Cream. Also, die Hair Defining Cream ist das Daily Styling Produkt, das du auf jeden Fall verwenden solltest, wenn du dir eine Dauerwelle machst. Denn mit der Hair Defining Cream kannst du einfach die Wellen bzw. deine Locken einfach so richtig schön herausarbeiten und einfach die Sprungkraft deiner Locken richtig schön rauskneten. Und das ist das Schöne an der Hair Defining Cream. Die gibt halt deinen Haaren die bestimmte Definition, die sie brauchen und spendet Feuchtigkeit und gibt einen leichten Halt und pflegt deine Haare auch noch gleichzeitig, weil das darin enthaltene Arganöl deine Haare auf natürliche Weise auch noch pflegt. Heißt, es ist ein Styling- als auch Pflegeprodukt, was du auf jeden Fall verwenden solltest, wenn du dir eine Dauerwelle machst. Wenn du also wie ich auf der Suche bist nach einem passenden Styling-Produkt für deine Dauerwelle, jetzt weißt du, wie es heißt und ich verlinke es hier unten in der Infobox. Nach einer Dauerwellenbehandlung braucht das lockige Haar einfach eine extra Portion Feuchtigkeit, denn aufgrund der chemischen Behandlung bei einer Dauerwellenbehandlung ist es halt nun mal so, dass das Haar relativ schnell austrocknet. Und um denen entgegenzuwirken, müssen wir halt Feuchtigkeit von außen zuführen und das klappt am besten mit einem Arganöl. Und so ein Arganöl spendet nicht nur Feuchtigkeit, sondern beugt auch gegen Frizz vor, macht deine Haare schön geschmeidig und riecht auch einfach unglaublich gut. Und Leute, jetzt aufgepasst, um eure Haare so ein bisschen in Ordnung zu bekommen, um eure Locken so ein bisschen zu managen, nutzt bitte keinen feinen Kamm oder keine feine Bürste und zieht bitte auch nicht an euren Haaren, sondern nutzt einfach so einen grob gezinkten Kamm, um eure Haare zu ordnen, beziehungsweise um auch das zu verwendende Stylingprodukt ordentlich in euren Haaren zu verteilen. Was ihr alternativ zu einem grob gezinkten Kamm noch verwenden könntet, ist zum Beispiel eine grob gezinkte Skelettbürste, das würde alternativ auch noch gehen, aber bitte seid vorsichtig und zieht nicht an euren Haaren, sondern beim Entwirren wirklich auf grob gezinkte Styling-Tools zurückgreifen. Das Styling ist mit der Hair Defining Cream abgehakt und die leichte feuchtigkeitsspendende Pflege mit dem Arganöl auch. Damit ist es aber nicht getan, Leute, denn Pflege wird bei einer Dauerwelle groß geschrieben. Denn du möchtest ja schließlich, dass die Dauerwelle so lange es geht natürlich auch hält und auch so lange es geht natürlich auch gut aussieht. Da die Haarstruktur durch den chemischen Prozess bei der Dauerwellenbehandlung einfach verändert wurde und die damit verbundene Elastizität und auch die Reißfestigkeit des Haares einfach herabgesetzt wurde, ist die richtige Pflege ein absolutes Muss. Und dazu zählt auch eine Haarmaske bzw. eine Haarkur, die auf jeden Fall mindestens einmal die Woche verwendet werden sollte. Haarkuchen bzw. Haarmasken haben einfach eine besonders hohe Konzentration an Pflegestoffen und deshalb wirken diese halt auch wirklich tiefenwirksam, restrukturieren die Haarfasern von innen heraus und so bleibt deine Dauerwelle halt lange bestehen und sieht auch dementsprechend lange gut aus. Einmal die Woche auf jeden Fall eine Haarkur bzw. eine Haarmaske benutzen, Link dazu wie immer auch unten in der Infobox. Kommen wir zum Thema Shampoo und Conditioner. Ja, Leute, da werden mir immer tausende Fragen zugestellt und bei einer Dauerwelle ist es halt nun mal so, dass die Haare grundsätzlich dazu auszutrocknen. Deshalb solltest du auch grundsätzlich versuchen, ein feuchtigkeitsspendendes, mildes Shampoo zu verwenden, wenn du deine Haare wäschst und dieses Shampoo am besten ja maximal ein bis zweimal die Woche verwenden, wirklich maximal, denn umso öfter du deine Haare wäschst, umso schneller geht die Dauerwelle natürlich auch wieder raus. Heißt, wenn du Shampoo verwendest, verwende ein gutes Shampoo, ein mildes Shampoo, feuchtigkeitsspendendes Shampoo und am besten von der Menge her auch nicht so viel. Etwas mehr kannst du allerdings vom Conditioner verwenden. Den Conditioner kannst du auch öfter verwenden als ein Shampoo. Gerade bei Locken ist es halt extrem wichtig, dass die Haare schön geschmeidig und weich bleiben. Und genau das macht ein Conditioner. Ein Conditioner macht deine Haare einfach schön weich und geschmeidig. Und der Conditioner legt sich, ummantelt im Prinzip eigentlich so das Haar, legt sich um das Haar herum. Und deshalb wird das Haar einfach durch den Conditioner einfach richtig schön weich und geschmeidig. Conditioner kannst du dementsprechend auch mehr verwenden. Heißt, versuch einfach deine Haare grundsätzlich so wenig wie möglich zu waschen bei einer Dauerwelle und wenn du sie wäschst mit Shampoo und Conditioner, allerdings Shampoo nur zweimal die Woche verwenden maximal, Conditioner kannst du gerne öfter als auch mehr verwenden.
Ich hoffe, das war verständlich zum Thema Shampoo und Conditioner. Falls ihr noch weitere Informationen haben wollt zum Thema Haare waschen, wie man das vernünftig macht, ich verlinke euch hier oben noch ein passendes Video. Also Leute, schreibt euch auf jeden Fall hinter die Ohren. Bei dauergewelltem Haar benötigt ihr auf jeden Fall ausreichend Feuchtigkeit und gute Pflege. Und am besten seid ihr eure Haare mit der Hedy Fine Cream. Ich verlinke euch wie immer alle Produkte unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch eine mega geile Welle auf dem Schädel, falls ihr vorhabt, euch eine Dauerwelle zu machen. Jetzt wisst ihr zumindest, wie ihr sie zu stylen und zu pflegen habt.